Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Überraschungsbox von Musiknah. Alle weiteren Informationen zu diesem Produkt und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zu der Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, ein etwas ungewöhnliches Unboxing, und zwar haben wir hier eine Überraschungsbox der Firma Musiknah. Das Ganze konnte man über deren Homepage bestellen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, handelt es sich hier um eine bunte Zusammenstellung an Musik als auch Merchandise. Bedeutet, wir haben hier eine zufällige Auswahl, die diese Firma eben für uns getroffen hat. Man kann zusätzlich bei der Bestellung in dem Webshop auch noch seinen persönlichen Musikgeschmack angeben, um eine eventuelle Anpassung beim Boxinhalt zu bekommen. Das habe ich aber nicht gemacht, insofern ist der Boxinhalt wirklich komplett zufällig. Ja, wir haben hier eine schlichte weiße Kartonbox. So sieht das aus. Auf der Vorderseite haben wir natürlich die diversen Labels und Barcodes der Post. Und dann haben wir noch das Label von Musiknah, das Logo. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, ich habe ehrlicherweise echt gar keinen Plan, was jetzt hier uns erwartet. Also, wir haben zum ersten Mal hier eine Stofftasche. Dann haben wir einen Stick, beziehungsweise es ist ein Bleistift in so einer Drumstick-Optik, okay. Sticker. Diverse Sticker, einmal, zweimal, drei Sticker, eine Autogrammkarte, ein Magnet und hier kommt dann die Musik. So, was haben wir hier? In Progress, New Sexes in Town, Geld oder Liebe und als letztes haben wir hier dann noch, wenn ich das jetzt richtig lese, ist das Französisch, comme je suis. Okay, also, das ist soweit mal der Boxinhalt. Wir packen die Box mal wieder zusammen, machen wieder mal zur Seite und dann schauen wir mal, was wir hier jetzt genau haben. So, Moment, der Bleistift rollt davon. Ich würde sagen, wir starten wie immer mit der Musik. Und das ist in diesem Fall ja diverses. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal. Zwei sind hier noch in Folie, zwei nicht. Okay. Dann werden wir erstmal die beiden hier aus der Folie holen. So, einmal hier an der Schweißnaht. Das bietet sich gut an. So. Dann Nummer 2 haben wir, ja, oh ja, auch hier wieder die Schweißnaht. Gut, also ich denke mal, rein so, wenn man sich schon die vier Cover anschaut, dann hat man hier doch eine Vielfalt an verschiedenen Genres. Also, auch wenn ich ehrlich bin, dass mir keine einzige dieser Bands oder dieser Interpreten irgendwas sagt, aber ich glaube, rein so von der Gestaltung des Covers, so vom Artwork, kann man auf jeden Fall schon mal darauf schließen, dass wir hier unterschiedliche Genres vorliegen haben. So, ich würde sagen, wir starten als erstes mal hiermit. Und zwar haben wir hier Tomic, wenn ich das richtig sehe, Geld oder Liebe. Zwei Herrschaften hier abgebildet in Schwarz und Weiß mit rot-weißen Adidas Superstar. So, auf der Seite blank. Auf der Rückseite die Tracklist, also mehr oder weniger wie so eine EP, 5 Tracks. So, die Beteiligten, Barcode, okay, dann schauen wir mal rein. So, Booklet gibt es hier keins, so sieht das hier von innen aus. Und das ist dann die CD, also Geld oder Liebe von Tomic. Hier haben wir nochmal die beiden Herrschaften abgebildet. Dürfte wohl einer hier den Gesangspart übernehmen und der andere die Gitarre spielen. Dann kommen wir zum nächsten Tonträger. Und zwar kommt dieser auch hier in so einem Digipack. Und zwar haben wir hier Eric Maas, Comme Je Suis. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein französisches Album hier ist. Okay,
Ja, okay, also sowohl als auch. Wir haben hier einmal komisches Wii. Dann haben wir Musical Police. Also wahrscheinlich Französisch als auch Englisch. So, dann hier natürlich die Beteiligten und auch hier wieder ein Barcode. Dann schauen wir mal rein. So, komisches Wii, dann der Interpret. Auf der rechten Seite haben wir die CD. Sieht so aus, gelb und blau. Und auf der linken Seite haben wir tatsächlich ein Booklet. Und zwar nicht nur ein einfaches, reguläres Booklet, sondern wir haben hier tatsächlich ein Poster-Booklet. Sieht so aus, also quadratisch hier. Und der Interpret hier zu sehen mit seinem Gitarrenkoffer auf einer einsamen Landstraße. Und auf der Rückseite haben wir sogar die gesamten Lyrics. Bedeutet, jeder Track hier Wort für Wort abgetippt. Und dann haben wir noch eine umfangreiche Danksagung. Also, wie bereits erwartet, wir haben hier tatsächlich französische als auch englische Texte. War ja von den Titeln her auch anzunehmen. Ja, und dann haben wir noch diverse Fotos des Künstlers hier aus seiner Vergangenheit, aus seiner Kindheit scheinbar. So, dann packen wir das mal wieder zusammen. Gar nicht so einfach, aber ja, ich glaube, wir haben es. Also, Booklet hier sogar mit dabei. Wenn wir es jetzt auch noch reinbekommen in diese Stecktasche, dann. So, wunderbar. Als drittes haben wir, was lesen wir hier? Passion, Success, a New Success in Town. Alles klar. Also hier geht es offensichtlich um eine Gruppe von vier Personen, drei Damen und ein Herr, die hier Blasinstrumente spielen. Allen voran wohl ein Saxophon. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht ganz in der Materie, aber es sieht mir so aus, als würden die drei Damen hier ein Saxophon spielen. Und bei dem Herrn bin ich mir jetzt nicht sicher, was das ist. Eine Klarinette, eine Oboe, irgendwie sowas. So, dann haben wir hier die Infos, die Tracklist. 8 Stück an der Zahl, also sind hier scheinbar Coverversionen, also bekannte Lieder, die man hier eben gecovert hat. Dann hier die Infos, wer daran beteiligt war. Okay, wir haben hier sogar einen Code zum Einscannen. Und dann schauen wir mal. Passion Success, New Success in Town. Rein so vom Cover her erinnert mich das stark an so eine Schülerband oder ja, dürften recht jung sein, die Bandmitglieder. Das Ganze kommt hier in einer Papphülle. Und ebenfalls in der Papphülle haben wir noch was mit dabei, und zwar In Progress. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das, ah doch, hier steht es ja, In Progress ist scheinbar der Bandname. Das sind die einzelnen Mitglieder. Dann haben wir hier 7 Tracks. Und dann schauen wir mal rein. So, was haben wir hier? So wie das Cover auch, hier dieser steinige, sandige Boden zu sehen. Dann das Logo. Und mehr gibt es hier nicht. Also, hier ist sehr minimal gearbeitet worden vom Artwork. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Genre oder so sein könnte. Steht hier nichts. Ja, naja, wir werden dann mal reinhören. So, und damit nicht genug. Wir haben auch noch diverse Promo-Artikel bzw. Merchandise mehr oder weniger. Also wir haben hier einen Magneten. Am ehesten wahrscheinlich so ein Kühlschrankmagnet vom Kaufhaus Dahl. Also das ist so Nostalgie pur hier so in Schwarz-Weiß. Diese alten Häuserfassaden, diese alte Straße hier. Jetzt schaue ich mal, was steht darunter. Kaufhaus Dahl für alle. Sehr fein, darunter steht dann noch für alle. Ja, quadratischer Magnet. Dann haben wir einen, mehr oder weniger, ja doch, ist ein Sticker. Jenkins Porcupine, okay. Einmal Instagram und einmal Facebook Kennung. Dann natürlich einen Logosticker von Musiknah hier, quadratisch.
einen quadratischen Sticker von Mulberry Sky Knock Knock. Und dann haben wir hier noch eine Autogrammkarte von Nerfling. Also hier ist eine Dame und ein Herr abgebildet. Ja, das sind wohl die Mitglieder von Nerfling. Und diese Autogrammkarte kommt im Querformat. Also wie wir so schon sehen können, es ist nicht nur die diverse Musik von verschiedensten Bands und verschiedensten Genres, sondern auch so Sticker und PR-Artikel. Also man hat hier wirklich eine komplett bunte Mischung. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Artikel. Und zwar haben wir hier so eine Tragetasche aus Stoff in Weiß mit schwarzem Aufdruck. Wir haben hier Flucht nach vorn und darunter lesen wir Samast. Gehen wir davon aus, das ist der Interpret und das ist eventuell der Albumtitel oder die EP. So sieht das Ganze auf der anderen Seite aus. Ja, klassische weiße Stofftasche eignet sich zum Beispiel zum Einkaufen. Und wir haben es hier zu tun mit einem Ökotex-Produkt, 100% Baumwolle. Okay, und das Ganze ist hier aus der Printwear GmbH in Dortmund. Grüße gehen raus. Und als letzten Inhalt dieses Überraschungspakets, dieser Box, haben wir dann noch einen Bleistift. Der ist ziemlich lang. Hier lesen wir IMG Stage Line. IMGStageLine.com. Das Ganze hier auch nochmal, wie gesagt, in so einer Drumstick-Optik. Und hier vorne natürlich dann die Bleistiftmine. Also man kann damit dann tatsächlich auch schreiben und nicht nur Schlagzeug spielen. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Überraschungsbox befindet. Einmal eben gezeigt der Bleistift. Dann haben wir hier diese weiße Stofftragetasche mit schwarzem Aufdruck. Die Sticker, 3 Stück an der Zahl. Dann haben wir hier diesen kleinen Magneten, quadratisch. Die Autogrammkarte im Querformat. In Progress in der Papphülle, ebenso wie New Sexes in Town. Dann Comme Je Suis, das kommt hier im Digipack mit Booklet und Poster. Und Geld oder Liebe ebenfalls im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Wie gesagt, es ist wirklich so eine zufällig zusammengestellte Überraschungsbox. Also falls ihr auch so eine Box bestellen wollt, dann habt ihr natürlich einen anderen Inhalt als den, den ich euch jetzt gerade präsentiert habe. Ich muss ehrlich sagen, keine der Bands oder keine der Sticker oder sonst wie irgendein Material in dieser Box hat mir irgendwas gesagt. Also noch niemals mit einer dieser Bands oder dieser Künstler bin ich in Berührung gekommen. Aber ich glaube, das ist auch so der Sinn hinter dieser ganzen Sache. Also Musiknah hat es sich quasi so zur Aufgabe gemacht, Künstler oder Bands zu pushen, die vielleicht jetzt ja nicht so bekannt sind, die noch ein bisschen so unter dem Radar sind. Und dann hat man hier einfach die Möglichkeit, mal neue Genres und neue Bands kennenzulernen, die man sonst wahrscheinlich nicht entdecken würde. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box, Überraschungsbox, Überraschungsmusikbox von Musiknah. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Box bzw. dem Inhalt? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Musiknah unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.